und herzlich willkommen zu einer neuen Mod-Vorstellung. Ich zeige euch hier einen neuen Trailer-Mod, nämlich mit einer Turbine, beziehungsweise, nee, keine Turbine, Quatsch, mit so einem Windrad hier, ne? Von Vitas Power, ne? Das ist hier so Windradhersteller und so Zeug, die machen auch die ganzen Windrädchen. Und das hier ist zum Beispiel so ein Windrad, zumindest so eine Schaufel, Schaufel sagt man dazu, ne? Auf diesem schönen Original SCS-Trailer, ein bisschen modifiziert, so will ich es mal nennen. Und er sieht wirklich richtig schick aus. Hat 34 Tonnen, dieses Gefährt. Und ich fahre das jetzt hier praktisch nach Osnabrück zu Transinet. Das müsste ich jetzt theoretisch müsste ich das machen. 34 Tonnen. Ich habe mir, wie gesagt, mein Aerodel, der ist nach wie vor hier im Spiel. Ich will aber auch ganz kurz, dass ihr es mal seht, machen wir auch ganz kurz gleich noch einen Lichttest. Und zum Beispiel mal den Traffic ausmachen. Ne? Oder zumindest den Traffic mal ein bisschen runterschrauben. Aber den Traffic, haben wir den Traffic hier irgendwo? Time, Traffic, machen wir mal 0. Ist ja sonst zu viel, hier kommt nicht um die Kurven. Nee, ich wollte jetzt einfach mal Traffic ausmachen, um zu schauen, kann ich denn mit dem Auflieger so ein bisschen fahren? Wie komme ich zurecht? Was ist eigentlich Phase? So, ich versuche jetzt hier mal rauszufahren. Schauen wir mal, inwiefern wir hier rumkommen. Na, wie gesagt, ich muss jetzt hier links, das ist jetzt vielleicht nicht so der Akt. Und dann schauen wir einfach mal, wie das so fünst, ne? Was alles überhaupt mitlenkt und so weiter und so fort. So, also ich lege jetzt hier mal rum. Ihr könnt hier schon mal gut erkennen. Alle Achsen lenken mit, 5 Stück haben wir, nee, Quatsch, 6 Stück haben wir, 2, 4, 6, genau. Die lenken alle mit, da kommt man eigentlich soweit gut rum. So, inwiefern ich jetzt hier gucken muss, dass ich dann nichts über den Haufen fahre, das weiß ich noch nicht. Ich sehe jetzt nämlich hier gar nicht so richtig, aber ja, geht schon. Guck mal, Schild steht noch, passt. So, also man kommt gut um die Kurven, ne? Weil ja alles mitlenkt. Und dann sieht es alles soweit schon mal ganz fresh aus. So, Vitas Power, blub, blub, blub. Jetzt fahren wir ein bisschen rum. Beziehungsweise ich fahre mal ein Stück nach vorne, dass ihr einfach mal sehen könnt. Und dann machen wir, wenn die ganzen Laternen hier wechseln, dann machen wir dann gleich noch einen Lichttest dazu. Das ist nämlich wichtig, dass wir wissen, wie leuchtet der Hobel. Leuchtet er überhaupt? Hier schön ausholen. Sieht auch soweit ganz gut aus. Also man kommt damit gut um die Kurven. So, was jetzt ganz wichtig zu beachten ist, wenn ihr diesen Auftrag nicht gleich findet in euren Aufträgen, dann macht so, tut erstmal eine Runde schlafen und dann guckt nochmal in euren Frachtmanager, dann findet ihr diese Fracht auch. Das vielleicht mal so am Rande nochmal zu erwähnen, das gleich vorweg. Was ich noch dazu erwähnen möchte, ist, dass ihr den Standalone nutzen könnt, so wie ich das jetzt tue, praktisch als Auftrag oder mit diesen Schwerlast-DLC. War das mit Begleitfahrzeuge? Nee, ich glaube ohne sogar. Ne? Ohne, glaube ich, war das. Was vielleicht noch wichtig ist, ihr braucht natürlich dieses Schwerlast-DLC, auch ganz wichtig. Ne? Ganz wichtig, aber ich muss noch mal die Beschreibung gucken, ob das jetzt mit, nee, ich glaube war ohne Begleitfahrzeuge, ganz normale Fracht einfach. Ne? Genau, aber als Standalone oder halt im Frachtmanager, da ne? Könnt ihr die Fracht dann finden oder euch hier zurecht friemeln. So, das zudem. Jetzt, wo kommen wir jetzt überhaupt rein? Jetzt fahren wir jetzt hier durch Aalborg, fahren wir hier noch durch. Das kann man mal machen, dass ihr einfach mal sieht, komme ich überhaupt durch Aalborg durch hier mit diesem Ding. Aber warte mal, bevor wir reinfahren, Vollbremsung. Machen wir folgendes, wir wollen ja einen Lichttest machen. Transversion, check. Denn das ist wichtig. So, dann haben wir hier schon mal Licht ist an. Hier wird es ja nicht ganz so dunkel oben im Norden. Dann haben wir hier, einzige was ich sehe, wir haben keine Positionsleuchte an der Seite. Das finde ich ein bisschen schade. Ansonsten haben wir hier hinten, klar, also hier leuchtet es, aber unten leuchtet nichts. Da hätte ich mir jetzt eigentlich schon gern irgendwas gewünscht. Irgendwelche Seitenmarkierungsleuchten einfach, ne? Die sind nämlich hier nicht dran. Ansonsten Rücklicht, Bremse, das funktioniert alles, da brauche ich hier nicht drauf eingehen. Wir haben drei Rundumleuchten hinten. Oh. Aber das finde ich ein bisschen schade, dass wir da nichts an der Seite haben, ne? Das ist ein bisschen schwach, finde ich. Okay, es ist, wie es ist. So, Zeit machen wir wieder hell. Und dann schauen wir, ob wir durch Aalborg durchkommen. Also schade, dass man hier nichts machen kann bei diesem Fliegen. Dass da nichts geht. Weil es wäre nämlich richtig cool noch gewesen, wenn noch ein paar Lampen dran wären. Aber okay, ist halt nochmal so. So, wir versuchen jetzt hier mal von Aalborg oder durch Aalborg uns durchzuschlängeln. Und ich mache aber einen Moment, wir müssen fast noch den Traffic wieder anmachen. Hier ist er, Traffic wieder auf, machen wir auf 1. Gehört zum täglichen Alltag dazu, Traffic. Ich wollte es vorher bloß mal kurz ausmachen. Jetzt schauen wir doch mal genau, ob wir hier raus und rumkommen. Ich fahre jetzt einfach mal in dieser Kameraperspektive, um einfach mal zu gucken. Aber sonst macht das schon mal ein gutes Bild, oder? Ah, ne? Mega. Ein bisschen fahren hier. So, dann haben wir hier gleich vorne links an der Kreuzung.
Das ist nämlich, glaube ich, das Schwierige immer, dass man um die Kurven kommt. Er lenkt schön mit. Ne? Hier wird nichts. Hier muss ich rum, ne? Komm, wir fahren jetzt einfach noch. Geht schon noch, geht schon noch, geht schon noch. Schwerlastlaster dürfen wir ein bisschen Unfug stiften, ne? Ein bisschen zumindest. Ah, das macht schon Spaß. Hier wird nichts. Da gibt es echt nichts. So, dann gibt es hier nochmal eine Rechtskurve. Schauen wir mal, ob wir hier rumkommen. Oh, wir kommen auch rum, ne? Oh, muss ein bisschen ausholen, ne? Gut, kommt ein Auto. Aber ist machbar. Also durch Altenburg kein Problem. Ah, sieht schon cool aus. Gibt's nichts, aber ist echt ziemlich lang, das Ding, ne? Also eigentlich mit Begleitfahrzeugen wird es mehr Sinn machen. Also trotzdem cool aus. So, jetzt geht's da vorne, meine ich, links weg, ne? Und dann sind wir aus Altenburg eigentlich schon wieder raus. Das versuchen wir hier noch ganz kurz, ganz flink. Und dann sind wir eigentlich ein bisschen hier schon durch Altenburg durch. Hat schon was. Aber wie gesagt, wir gehen hier leider die Positionsleuchten ab, ne? An der Seite. Finde ich ein bisschen schade. Da wurde wieder am falschen Eck gespart. So, jetzt hier ist vorhin rum. Da sieht man es eigentlich ganz schön hier, wie der Hobel mitlenkt. Man kommt eigentlich auch gut rum, ne? Da gibt es nichts. Coole Sache. So, da vorne kommt übrigens die Autobahn, die können wir noch mitnehmen. Gucken wir noch mal, inwiefern wir auf die Bahn kommen. Das ist vielleicht noch ganz interessant. Ich bin ja hier gerade in Skandinavien unterwegs und da sind die Autobahnauffahrten halt nicht so groß, wie wir es uns eigentlich gerne wünschen würden. Und deshalb gucken wir einfach mal, ne, ob wir da überhaupt rumkommen, ne, oder rein oder raufkommen, sagen wir mal so, auf die Bahn. So, jetzt pass auf, jetzt fahren wir hier gleich. Jetzt fahren wir hier bei links. Kommen wir hier gar nicht berg hoch. Ich hätte mal ein bisschen mehr Leistung nehmen sollen, ne? Wie gesagt, wir haben 34 Tonnen, ne? So. Alter, das sieht aber aus, ne? Alter, Walter, ey. Hohoho. Der trockt. So, also dann fahren wir jetzt hier gleich mal. Wir versuchen jetzt mal auf die Bahn zu kommen. Ich sage euch, das klappt nicht. Das wird nicht. Dann bleib ich da in der nächsten Mauer kleben hier. Jetzt passt auf, da vorne geht es gleich runter. Genau, das heißt, ich versuche jetzt einfach mal. Ich bin jetzt eh noch diese Einfädelungsspur hier, die nehme ich gar nicht. Das heißt, ich versuche jetzt hier mal. Ich versuche noch von dieser Kameraperspektive aus. Weil wir haben alle diese Vorfahrtsschilder hier, ne? Die sind auf alle Fälle weg danach, da bin ich mir ziemlich sicher. Ich hätte wahrscheinlich gar nicht ausholen müssen, ne? Ey, du Horst. Ich guck mal, ich komme mich ab. Also das Schild steht noch. So, jetzt bin ich gespannt. Na? Hm. Bisschen nach links rüber, bisschen rechts rüber. Alter, das kannst du in der Kabine, kriegst du das nicht gebacken, ne? Das kannst du in dieser Innensicht, da kommst du niemals um die Kurve, da hast du gar keinen Überblick. So, aber es geht. Aber ich bin rumgekommen, Schilder stehen sogar noch. Wahnsinn. Jetzt hier noch rum, ja, ne? Ah, das ist auch immer so ein Ding, ne? Wenn das, sitzt da vorne nicht geguckt, hinten touchiert. Andersrum. Hinten geguckt, vorne touchiert. Ja, aber es geht, es ist machbar, es funktioniert schon. Nee, der lenkt schon gut mit, da gibt's nichts. So, und dann geht's eigentlich hier schon auf die Bahn. Also Funst, klappt, sieht gut aus. Mega. So, wenn ihr noch Fragen habt zu dem Mod, dann dürft ihr natürlich gerne machen, das kommentiert. Ansonsten Link dazu alles unten in der Beschreibung. Lasst einen Daumen da, wenn es ist. Oder sonst irgendwie mal Kanal abonnieren, Glocke drücken und dann wünsche ich euch viel Spaß mit diesen Windschräubchen hier. Ne? In diesem Sinn, knitterfreie Fahrt, macht's gut, bis bald und adios.